Einen schönen guten Morgen, liebe Pico-Freunde. Da ich dieses Jahr aus verschiedenen Gründen auf der Messe keine Vorstellung der Pico-Neuheiten gemacht habe und dies lieber unserem Produktmanager Matthias Fröhlich überlassen habe, der das wirklich hervorragend vorgestellt hat, Sie haben das sicherlich alle gesehen, habe ich mir heute Nacht kurz vor dem Aufstehen überlegt, dass ich Ihnen dafür was anderes anbiete. Ich fliege heute nach China über Hongkong, um in unsere Firma in Chashan zu gehen. Nach dem chinesischen Neujahrsfest ist es immer wichtig, dass von Deutschland jemand in der Firma ist, wenn also während des chinesischen Neujahrsfestes eigentlich alle Räder, also im übertragenen Sinne, alle Räder stillstehen und danach das Leben wieder von vorne losgeht. Ich war vor 3 Wochen schon mal in China, bin dann allerdings am 28. Februar wieder zurückgekommen, da ich mit meiner Tochter Andrea, wollte ich also zum Skifahren gehen, sie hat Skiferien gehabt letzte Woche und da bin ich am 28. Februar zurückgeflogen. Heute ist der 11. März und ich werde wieder hinfahren. Ja, das ist eine kurze Zeit nach der ersten Reise nach China, aber gut, man muss doch einiges für die Familie tun. Und Sie kennen ja meine Tochter Andrea aus dem Katalog, wo wir einige Aufnahmen haben oder auch von unserem Tag der offenen Tür, der übrigens dieses Jahr wieder am 22. Juni stattfindet und zu dem wir Sie natürlich ganz herzlich einladen. Andrea ist auf dem Bild im H0-Katalog ja vor dem ICE 4 sichtbar und da sind wir auch gleich bei dem Thema, was eigentlich so meine wichtigste Aufgabe bei dieser Reise sein wird. Einerseits werde ich in Hongkong einen kurzen Zwischenstopp machen. Ich werde Ihnen einige Bilder davon zeigen. Und dort gibt es eine Besprechung mit unserem Wirtschaftsprüfer für die Bilanz der Pico Asia GmbH. Und das Gleiche wird dann auch in China stattfinden. In China und in Hongkong ist man mit der Bilanzerstellung ein bisschen schneller als bei uns. Unsere Wirtschaftsprüfer brauchen in Deutschland immer ein bisschen länger. Um den Abschluss zu machen, ist auch ein bisschen größere Firma in Deutschland. Aber wie gesagt, in Hongkong und in China werden wir dies bei dieser Reise erledigen. Und der andere wichtige Punkt wird der ICE 4 sein. Wir haben die Formen fertiggestellt. Wir sind gerade dabei zu produzieren. Allerdings gibt es noch das eine oder andere Problem und ich werde Ihnen das mal zeigen, wenn ich dann in Chashan bin, was der ICE 4 alles leisten kann und wie gigantisch der aussieht. Aber dazu kommen wir erst später. Jetzt werde ich erstmal frühstücken und dann anschließend mit der U-Bahn, mit dem Zug nach Frankfurt zum Flughafen fahren. Bis gleich. Ich werde Ihnen auf dem Weg dorthin einige Bilder zeigen. Es wird nicht ganz einfach sein und ich bitte zu entschuldigen, dass es dann auch ein bisschen wackelt. Aber ich habe einen Koffer und einen Handkoffer dabei und das Handy dann immer auch gleichzeitig zum Aufnehmen zu benutzen, wird nicht so ganz einfach sein. Also ich bitte die Wackler zu entschuldigen. Ein Fernsehteam wird mich diesmal nicht begleiten oder hat es auch noch nie gemacht. Also insofern ist das ein relativ einfach gestrickter Film, aber vielleicht gefällt er Ihnen. Wenn er Ihnen nicht gefällt, dann können Sie ihn ja einfach wegdrücken und das war's dann. Also bis nachher. Jetzt werde ich erstmal frühstücken. So, jetzt geht's los. Ich werde jetzt erstmal zur U-Bahn gehen. Also bis gleich. Maxfeld. Es ist ziemlich kalt hier, Schneeregen, 3 Grad. Naja, gut. Schauen wir mal, der Aufzug kommt. In Hongkong ist es dann, wie ich gesehen habe, etwas wärmer, 21 Grad und Sonnenschein. Leider mit schwerem Koffer.
geht natürlich der Aufzug nicht und auch die Rolltreppe geht nicht. Aber dafür wird jetzt gleich der Zug einlaufen. Die Nürnberger U-Bahn ist meines Erachtens die einzige in Deutschland, oder zumindest die erste, so wie ich weiß, die ohne Lokführer fährt. Ah, da sitzt ein kleiner Lokführer. Hauptbahnhof Nürnberg. Jetzt schauen wir mal, ob ich mein Rail and Fly Ticket bekomme, da die Nummern manchmal nicht funktionieren. Kleiner Tipp, wenn die Hinweise mit der Nummer nicht funktioniert, dann einfach die Nummer der Rückreise nehmen. Manchmal geht das nämlich. Schauen wir mal. Ah, hat geklappt. Wird wohl rausgedruckt. Jetzt haben wir es auch auf den Bahnsteig in Nürnberg geschafft. Der Aufzug ging, ich musste meinen schweren Koffer nicht tragen. Und tatsächlich, um 7.30 Uhr soll der Zug losgehen, er ist sogar 10 Minuten vorher da. Und er läuft ein mit einer, ich nehme an, ist eine, ich sehe es noch nicht richtig. Eine 101. Na, sehr schön. Also dann auf der Fahrt. Also wie gesagt. Ah ja. Also er ist früher gekommen, der Zug, aber dafür ist ein Ersatzzug und die Reihenfolge ist völlig anders als angegeben. Aber gut, immerhin haben wir den Zug und schauen wir mal, dass wir nach Frankfurt kommen. Also, die Fahrt nach Frankfurt oder zum Frankfurter Flughafen war also nicht ganz einfach. Es gab einen Ersatzzug, weil es gestern gestürmt hatte, der richtige IC nicht gelaufen ist. Und jetzt durften wir in Frankfurt alle umsteigen in den anderen Zug, den sogenannten richtigen Zug. Der ist aber so voll, dass man eigentlich gar nicht mal reingekommen ist. Und ich habe die Gelegenheit genutzt und habe gedacht, die 10 Minuten verbringe ich auf dem sogenannten stillen Hörtchen. Ich habe sehr viel Platz hier, kann mich sogar hinsetzen und na, die 10 Minuten werde ich überleben. Also wir sehen uns dann in Frankfurt am Flughafen wieder. Bis gleich. So, jetzt habe ich es aus meinem Einzelabteil im überfüllten Zug geschafft, auf den Frankfurter Flughafen zu kommen. Und jetzt werden wir mal einchecken. Und jetzt werden wir zu Cathay Pacific gehen und mal schauen, ob die mich einchecken. Hallo Wilber, das ist ja... So, würden Sie mich denn heute mitnehmen? Ja, natürlich, Herr Wilber, gerne. Das ist sehr schön. Also, dann checken wir mal ein. So, man hat mich eingecheckt und jetzt werde ich mal in die Lounge gehen und mal schauen, ob es da auch freundliche Menschen gibt, die mich kennen, so wie ich das bei Cathay Pacific gewöhnt bin. Übrigens hier der Duty-Free-Bereich, aber da ich ja nicht Raucher bin und auch keine scharfen Sachen trinke, brauche ich das nicht. Also, jetzt geht's zur Cathay Pacific Lounge. Und da werde ich mich ein bisschen ausruhen, ein bisschen was trinken und ein bisschen was arbeiten. Guten Morgen, die Damen. Wie geht's? Gut, und selbst? Auch gut. Auch neue Brille? Nee. Doch. Echt? Ja. Dieses Jahr haben wir uns noch nicht gesehen. Das ist wohl wahr. Und darum ist es eine neue Brille für Sie. Schön. Ich darf ein bisschen bei Ihnen bleiben und dann anschließend einchecken. So, das wird jetzt mein Arbeitsplatz für die nächsten, naja, sagen wir mal 2 Stunden. Jetzt werde ich erstmal schauen, ob ich hier irgendwas zu trinken bekomme. Und schauen wir mal, was wir haben. Ach ja, ein paar Brötchen, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und auch einen vom Rheingau, einen Winzersekten. Ich glaube, das genehme ich mir, bevor ich in den Flieger steige. Also dann bis nachher. Ich werde mich dann aus dem Flieger wieder melden. So, durch die Security sind wir gekommen. Und jetzt
Da gibt es noch eine Süddeutsche. Ich muss mir noch eine Süddeutsche mitnehmen. Die habe ich heute Morgen noch nicht ganz gelesen. Jetzt schauen wir mal. Hello, good morning. Morning, get the boarding pass? One A. Yeah, but can I have a look also? Yes, immediately. You can do this. Ich war letztes Jahr sogar. So, also, hier sind wir dann schon mal angekommen. Und die junge Dame möchte jetzt noch mal meinen Boarding Pass haben. Thank you, Mr. Wilfer. It's our new procedure. We need to check now. Yeah, sure, you have Thank to check this. So much, this is no Mr. problem. Wilfer. Okay. Thank you. So then I hope we have a good flight. Also ich habe mich jetzt schon umgezogen für den Flug und werde jetzt ungefähr 11 Stunden hier schlafen. Oder nein, im Flieger sitzen, davon circa 6 Stunden schlafen. Und ist es sehr bequem hier, bekommt einen guten Service und die junge Dame hat mir auch schon einen Champagner gebracht. So, cheers, thanks for the service you gave me and we hope that we have a good flight. Cheers. Also, im Gegensatz zur Deutschen Bahn geht das hier ziemlich pünktlich los. Der Flieger sollte um 12.45 Uhr starten. Jetzt ist es 12.46 Uhr. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem Flug wird. Ich werde nicht allzu viel zeigen. Frankfurter Flughafen gehen ja sowieso alle. Also das ist nicht uninteressant, aber wir werden dann auf dem Flug vielleicht auch mal das eine oder andere Bild anschauen. Und vor allem, wenn wir anfangen, nach Hongkong zu fliegen und dort die Landung machen, dann werde ich, wenn ich dann wach bin und es nicht vergesse, Ihnen ein paar Bilder zeigen. Also bis dann, ich werde jetzt was essen, schlafen und wir sprechen uns dann in ca. 10 bis 11 Stunden. Oder vielleicht auch mal früher, das werden wir sehen, wenn was Interessantes zu sehen ist. Jetzt werden wir starten. Schauen wir mal.